Die CDU-CSU spricht jetzt der Kollege Dr. Volker Ulrich. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Diskussion um Managergehälter muss komplexer geführt werden, weil es den Manager nicht gibt, so wie Sie es hier, Frau Kipping, uns vermuten lassen. Es gibt Vorstandsmitglieder von börsennotierten Unternehmen. Es gibt Geschäftsführer von GmbHs. Es gibt Vorstände von Genossenschaften. Es gibt die zweite oder dritte Führungsebene in Unternehmen. Die Frage der Führungsverantwortung in Unternehmen ist viel komplexer, als was Sie uns hier haben glauben lassen. Und in der Tat steht die Frage der Vorstandsvergütung in einem Spannungsverhältnis zwischen der Vertragsfreiheit und dem Recht auf Eigentum der Unternehmer einerseits, aber andererseits auch im Hinblick auf die soziale Bindung und Verantwortung der Führungsebene. Und wir dürfen auch nicht außer Acht lassen, ein Phänomen, für das erst letzte Woche der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften verliehen wurde, nämlich dass in der Tat die Managementvergütung Regeln braucht, damit keine Situation entsteht, wo ein Geschäftsführer oder Vorstand zu sehr risikogeneigten Geschäften greift, einfach weil er schlichtweg nicht haftet. Das ist der Rahmen, über den wir sprechen. Und das Gesetz, der gesetzliche Rahmen in Deutschland, hat darauf schon reagiert. Seit mehr als 7 Jahren ist der Paragraph 87 des Aktiengesetzes in Kraft. Und ich darf Ihnen, Frau Kipping, ihn einfach noch mal vorlesen, weil Sie offensichtlich in Unkenntnis dieses Paragraphen argumentieren. Ich zitiere: Der Aufsichtsrat hat bei der Festsetzung der Gesamtbezüge des einzelnen Vorstandsmitglieds dafür zu sorgen, dass diese in einem angemessenen Verhältnis zu den Aufgaben und Leistungen des Vorstandsmitglieds sowie zur Lage der Gesellschaft stehen und die übliche Vergütung nicht ohne besondere Gründe übersteigen. Die Vergütungsstruktur ist bei börsennotierten Gesellschaften auch auf nachhaltige Unternehmensentwicklung auszurichten. In Paragraph 2 von Paragraph 87 ist eine klare Regelung getroffen, was passiert, wenn sich die Verhältnisse der Gesellschaft verschlechtern. Daher ist eins zu sagen: Entweder kennen Sie die jetzige Rechtslage nicht und Sie basteln trotzdem einen Antrag, dann fällt das auf Sie zurück. Wenn Sie aber die Rechtslage nicht kennen und einen Antrag machen, ist das schlichtweg Populismus und ich meine sogar ein ziemlich plumper obendrein. Ja, ich will nicht verhehlen, dass es Beispiele gibt, auch bei der Managementvergütung in Deutschland, die weder mit dem Leistungsgedanke noch mit sozialer Marktwirtschaft zu tun haben. Das muss und das kann bereits nach dem geltenden Recht bearbeitet werden. Wenn Sie als Mitglied eines Aufsichtsrates eine zu hohe Vorstandsvergütung festlegen, dann sehen Sie sich unter Umständen auch den Vorwürfen der Untreue ausgesetzt. Unser Recht ist in diesem Bereich schon scharf genug. Wir brauchen aber keine Regelungen, die undifferenziert weit hinter dem zurückbleiben, was im Aktienrecht bereits seit Jahren anerkannt ist. Und deswegen, meine Damen und Herren, möchte ich auch mal kurz eingehen auf Ihre 20-fache Zahl des durchschnittlichen sozialversicherungspflichtigen Lohns. Zunächst einmal wird das in keinster Weise den praktischen Verhältnissen gerecht, weil Sie für Organisationen einfach schlichtweg eine Zahl überstülpen, ohne zu sehen, wie ist die Struktur im Unternehmen, welche Mitarbeiter mit welchen Qualifikationen sind beschäftigt. Und wenn Sie ein Unternehmen haben, beispielsweise mit einer niedrigen Lohngruppe und sehr vielen technischen, akademischen Berufen, dann werden Sie durch eine Festlegung auf diese Zahl schlichtweg diesen Unternehmer nicht gerecht. Ja, Sie machen sogar Folgendes. Sie vergrößern die Gefahr, dass gerade in den unteren Lohngruppen das Management einen Anreiz hat,
diese Lohngruppen auszulagern, outzusourcen, in andere Gesellschaften zu schieben, sodass letztendlich am Ende diese Mitarbeiter noch viel weniger verdienen. Wenn es ihnen daran gelegen wäre, dass auch Menschen in unseren Lohngruppen ihr Gehalt halten oder sogar mehr verdienen, dann können Sie das nachher übrigens beweisen, indem Sie unserem Gesetz zustimmen zur Arbeitnehmerüberlassung. Das ist auch ein Gesetz, wo wir klar und deutlich machen, dass die Union, Frau Kipping, das ist ein Gesetz, wo die Union deutlich macht, dass uns gerade viel gelegen ist, an Menschen mit niedrigerem und mittlerem Einkommen. Das bitte ich Sie auch zur Kenntnis zu nehmen. Herr Kollege Ulrich, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Ernst? Ja. Herr Kollege Ulrich, danke, dass Sie die Frage zulassen. Jetzt haben Sie eben davon gesprochen, dass es heute schon möglich wäre, dass mein Aufsichtsrat angeht, weil er zu viel Vorstandsvergütungen zugelassen hat. Erste Frage, ist Ihnen irgendein Fall bekannt, an dem das schon stattgefunden hätte? Zweitens, Sie haben ja gesagt, es wäre das Verhältnis 20 falsch. Wir haben gerade gehört, es gibt sogar andere Unternehmen, die machen erfolgreich 8. Sind Sie bereit, zur Kenntnis zu nehmen, dass sich dieses Verhältnis des unteren Einkommensbeziehers im selben Unternehmen zum höchsten Einkommensbezieher immer weiter auseinanderdividiert und immer in eine größere Diskrepanz kommt? Sind Sie bereit, zur Kenntnis zu nehmen, dass offensichtlich trotz der Gesetze, die Sie ansprechen und wo Sie der Kollegin Kipping vorwerfen, sie würde es nicht gelesen haben, dieses Verhältnis trotzdem in die falsche Richtung erhöht? Oder muss ich aufgrund Ihrer Ausführungen anwenden, Sie finden es vollkommen in Ordnung, dass inzwischen ein Sparkassendirektor das Mehrfache unserer Bundeskanzlerin verdient, Herr Kollege? Sind Sie überhaupt, denn das kann ich an Ihren Ausführungen nicht erkennen, im Gegensatz zu dem, was wir vorher gehört haben. Sind Sie bereit, zur Kenntnis zu nehmen, dass es überhaupt ein Problem darstellt? Weil nämlich die Bürgerinnen und Bürger und die von Frau Kipping erwähnte Krankenpflegerin sich irgendwann fragt, was eigentlich ihre Arbeit noch wert ist im Verhältnis zu dem, der oben sitzt in diesen Unternehmen, natürlich auch seine Tätigkeit verrichtet, aber im Verhältnis zu dem, wo die Arbeit wirklich erbracht wird, unverhältnismäßig entlohnt wird. Sind Sie bereit, überhaupt das als Problem zu erkennen? Denn was Sie hier machen, ist eigentlich alles in Ordnung, die Rechtslage ist in Ordnung, aber die Praxis verweigern Sie. Das möchte ich Sie wirklich fragen. Sind Sie bereit, zur Kenntnis zu nehmen, wie die Probleme sind, oder sehen Sie das gar nicht als Problem? Herr Kollege Ernst, ich bin bereit, zur Kenntnis zu nehmen, dass Sie nicht gewillt sind, sich mit dem Thema wirklich auseinanderzusetzen, sondern dass Sie schlichtweg in einer Abfolge von Fragen, von Suggestivfragen, alles vermischen. Die gesamtwirtschaftliche Lohnentwicklung, die Frage der Lohnspreizung einer Gesellschaft, die Frage der Durchsetzung der angemessenen Vorstandsvergütung. Es gibt natürlich in den letzten Jahren genügend Fälle, wo wegen Untreue gegen GmbH-Gesellschafter, wegen überhöhter GmbH-Geschäftsführerbezüge, als auch gegen Aufsichtsratmitglieder ermittelt worden ist, weil nämlich das Interesse des Unternehmens an einer risikogeeigneten Vergütung ein schützenswertes Interesse ist. Und ich möchte Ihnen nur deutlich machen, dass durch Ihre Vorschläge Sie nicht die Menschen schützen, die Sie hier vorgeben zu schützen, den Arbeiter, den Handwerker, die Krankenschwester, sondern dass sie eine Debatte führen um Exzesse, die man mit dem geltenden Recht bereits in den Griff bekommen kann, aber dass durch diese Debatte, die Sie führen, keine einzige Krankenschwester einen Euro mehr im Geldbeutel hat, sondern ich bitte Sie zur Kenntnis zu nehmen, dass gerade die Lohnentwicklung der letzten Jahre unter dieser Bundesregierung stark angestiegen ist und dass es den Menschen in Deutschland insgesamt gut geht, dass diese Bundesregierung einen Mindestlohn geschaffen hat. Das sind alles Fortschritte für die Arbeitnehmer, die mit Ihnen nicht möglich gewesen wären. Und auf einen letzten Punkt hinzuweisen. Sie sprechen in Ihrem Antrag auch von, ich zitiere, die Höhe der Boni und die Gehaltsstrukturen bei den deutschen Großbanken, die zu hoch seien. Und ja, da ist vielleicht ein Körnchen Wahrheit dran, aber da bitte ich Sie auch zur Kenntnis zu nehmen, dass auch hier mittlerweile eine gesetzgeberische Aktivität entfaltet wird.
die Sie gar nicht ansprechen, weil Sie möglicherweise davon gar keine Kenntnis genommen haben. Es gibt einen Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Neuordnung der Aufgaben der Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung. Damit werden EU-Richtlinien umgesetzt und in nationales Recht übertragen. Mit dieser Neuregelung wird der Kreis der regulierten Banken in Bezug auf die Boni von etwa 50 auf 3.000 Institute erhöht. Und gleichzeitig wird die Frage, wie Boni gestaltet werden und wie sie ausgezahlt werden dürfen, wesentlich stärker reguliert. So dürfen zukünftig nur noch 60% der Boni direkt ausbezahlt werden. Und bei mindestens 50% der Boni brauchen sie eine Nachhaltigkeitskomponente. Und das Verhältnis von variabler und fester Vergütung darf nur noch 1:1 sein. Das ist ein klarer und deutlicher Schritt, auch die Vergütung in Banken risikoadäquat anzupassen, und ist ein Schritt, der viel weiter geht, als was Sie sich jemals hätten vorstellen können. Aber es ist natürlich wohlfeil, hier groß zu reden, ohne Kenntnis zu haben von den Aktivitäten, die schon passiert sind. Das ist weder diesem Haus noch den Menschen gegenüber ehrlich. Wir setzen, meine Damen und Herren, auf eine angemessene und klare Regulierung der Vorstandsbezüge. Wir setzen aber auch darauf, dass insgesamt sich das Gehaltsniveau der Menschen in diesem Land von dem guten Niveau, was wir haben, weiter verbessert, dass insbesondere auch durch eine gute wirtschaftliche Entwicklung die Menschen in den Unternehmen deutlich mehr verdienen, weil nur durch eine gute gesamtwirtschaftliche Lohnentwicklung werden wir auch weiterhin am Wohlstand teilnehmen können. Vielen Dank. Zum Abschluss.